Auf was für ein Event befinden wir uns denn hier heute? Wir befinden uns hier auf der Handelsblatt-Tagung, insbesondere an dem Vortag zur eigentlichen Veranstaltung. Hier findet heute ein Networking-Event statt, das ausgerichtet ist auf Kollegen, Mitarbeiter, andere Mitarbeiter anderer Kanzleien, die unter 45 sind. Warum sollten sich junge Restrukturierer denn vernetzen? Zum einen, weil Vernetzen die Zukunft ist, dass man auch gerade in der Zusammenarbeit auf größeren Insolvenzverfahren oder Restrukturierungsverfahren immer auf die Mithilfe seiner Kollegen angewiesen ist, auch aus anderen Kanzleien, weil im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung ist es ja dann doch so, dass viele Kanzleien untereinander zusammenarbeiten und da ist es wichtig, dass man die Leute einfach auch ein bisschen besser kennenlernt, um sie einschätzen zu können, um einfach erfolgreich ein Projekt zu Ende bringen zu können. Und würden Sie sagen, dass die Branche in Zukunft enger zusammenwachsen wird? Ich denke ja. Insbesondere ist ja die Gesetzgebung oder auch man möchte ja früher und schneller restrukturieren und auch sanieren als diese klassische Insolvenzabwicklung, wie man sie von vor 20 Jahren kannte. Dazu wird es einfach schlichtweg benötigt, dass die Kollegen untereinander gut zusammenarbeiten und es nicht mehr diese klassischen Alpha-Tiere gibt, wie früher, insbesondere zur Konkursordnung und auch später zur Insolvenzordnung, die einfach ihre Verwaltung durchziehen und sich von niemandem was sagen lassen. Und auf welche Veränderungen müssen wir uns Ihrer Meinung nach denn einstellen oder sind wir für die Zukunft denn gewappnet? Ich glaube, dass sich auch im Insolvenzrecht im Moment einfach sehr viel tut im Rahmen der Gesetzgebung, auch außerhalb von Deutschland, die EU-Richtlinien, Gesetze. Es wird doch noch verstärkt Verfahren geben, die sich außerhalb des Insolvenzverfahrens abspielen und darauf muss man sich jetzt einfach einstellen. Und was ist das Besondere an dieser Veranstaltung, beziehungsweise was haben Sie bis jetzt so mitgenommen und beschreiben Sie dieses Under 45 Networking in drei Worten? In drei Worten wird schwierig. Es ist eine sehr lockere Atmosphäre, es ist eine sehr kollegiale Atmosphäre und man kann sich untereinander austauschen, Erfahrungen, die man bereits gemacht hat oder Projekte, die im Start sind. Insbesondere unter denen sind ja doch noch junge Kollegen, auch wenn es 45 ist, und die nächsten Jahre einfach zusammenarbeiten müssen.